Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und Leute, ihr seht schon, wir sind in der Arena von Krokodopolis. Und es könnte sein, dass wir jetzt gegen die gallischen Brüder kämpfen müssen. Aber ob wir gegen die kämpfen, das schauen wir uns auf jeden Fall nach dem Intro an. Bis gleich. So Leute, und weiter geht's mit Assassin's Creed. Wir sollten gegen die gallischen Brüder in die Schlacht ziehen. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir für einen Auftrag bekommen. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Ist Kenzer wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Okay, jetzt schauen wir doch mal. So, dritte Runde. Wo sind sie? So, alles klar, hier so einer. Die Mitchell fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Boah. Klar. Sorry, wenn ich nicht so viel rede, aber ich bin jetzt hier gerade voll. Konzentriere mich hier gerade voll. Lass ich dich leiden. Du richtig. So, drei Runden. Müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Sieht so aus. Sehr schön. Ja, da ist er, Kenja. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und doch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Okay, ich glaube, das wird jetzt nicht leicht werden. Sie nimmt es mir alles ein bisschen zu locker, muss ich sagen. Ich glaube, dass sie gekillt wird.
Sigiriet. Okay, ich sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Super, dann kann ich sie gar nicht killen. Unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle Tempelwände kriegen. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Diva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Wow, 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 wow. Okay, let's fetz. Boah, Alter. Alter. Alter, was macht ihr denn? Ist sie tot oder was? Nein. Yeah.
Alter. Alter. Nein! Oh, Alter. Hätte ich es fast geschafft, den Scheiß. Okay, nochmal. Man wird uns denken. Muss schauen, dass wir erstmal einkillen. Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Ja, der. Eieiei. Komm. Nein. Na, das wollte ich aber nicht auf den. Alter, das ist doch scheiße. Ja, scheiße. Alter Schwede. Jetzt hat er genau den Falschen anvisiert mit der Attacke. Dann wäre der erste schon mal down gewesen, hätte man schon zu zweit auf den drauf gehen können. Probieren wir es nochmal. Kann ja nicht so schwer sein. Wir sind die Herausforderer. Alter, das kann nicht sein. Ja, jetzt haut er daneben.
Eieiei, was ist denn jetzt da so schwer? Wenn ich einmal blöd erwischt, dann ist es vorbei. Aber ich muss mich beeilen, weil sonst stirbt die Kenza. Probier ich es mal anders. Na, daneben kann er mich immer noch. Alter. Nein, will er mich verarschen? Die kann ich nicht blocken oder so. Schau wieder nie. Komplett lächerlich. Woo!
Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das wollen wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod? Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. War jetzt nicht einfach. Ist die alte praktisch das Krokodil? Okay, das Krokodil, ja, die alte. Schauen wir doch mal, was der zu sagen hat. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucha Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Okay. Gladiatorenarena. Arena freigestellt. Du kannst jetzt jederzeit wiederkommen, wenn du dich neuen Herausforderungen oder Bossen stellen willst. Okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge. Wird natürlich schon mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und zwar, vielleicht schaffen wir das ja schon, das komische Krokodil, die Berenike, zu eliminieren. Aber versprechen tue ich jetzt mal nichts. Ich glaube, dass die sehr gut beschützt wird. Und da schauen wir einfach mal, würde ich sagen, in der nächsten Folge, wie weit wir denn da kommen. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und auch checkt ruhig mal die anderen Let's Plays ein bisschen ab. Würde ich mich auch sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.